Also schauen wir mal, wer alles auftaucht. Hey, Kerstin, guten Abend. Ja, also heute Abend wollten wir oder wollte ich so ein bisschen mal über Piaf-Ausbildung reden und zwar mehr erstmal so von allgemeinen Standpunkt aus. Also für erfahrene Ausbilder ist das natürlich alles ein alter Hut, aber wer vielleicht jetzt so sein erstes Pferd anpiaffiert oder wer es noch nie gemacht hat, aber Interesse dran hat, der hat da vielleicht noch nicht so die Klarheit, wie das vonstatten geht, ne? Also wenn man einem Pferd eine Lektion beibringt, also gerade in einer fortgeschrittenen Lektion, dann ist es nicht so wie beim Computer, wo man ein Programm runterladen kann und sobald es runtergeladen ist, dann steht es quasi zur Verfügung und ist abrufbar jederzeit, nur auf Knopfdruck und zack, ist immer da und funktioniert immer gleich. Ne? Das geht leider nicht. Oder wie bei der Matrix, ne? Bei dem Film, ne? Wo die Leute irgendwelche Skills da runterladen konnten und plötzlich waren sie Kung-Fu-Master oder Helikopterpilot und solche Sachen. Das geht bei der Reiter- und Pferdeausbildung nicht. Ne? Wäre vielleicht auch langweilig, wenn das so einfach wäre. Sondern das ist ein relativ langwieriger Prozess, ne, wo man erstmal Voraussetzungen schaffen muss, dass das Pferd überhaupt diese Bewegungsabläufe ausführen kann. Dann muss man dem Pferd die Idee vermitteln, dann muss man ja auch so die Kommunikation aufbauen, dass das Pferd auch versteht oder weiß, was man da will, was für eine Bewegung man da erzielen will. Ne. Ja, das Pferd muss körperlich und geistig reif genug sein, muss also bestimmte Voraussetzungen mitbringen, ne, um das zu können. Da ist also eine gewisse Vorarbeit notwendig. Dann gibt es natürlich Leute wieder, die sagen, ja, man braucht dem Pferd keine Lektionen beibringen, weil die können das eh alle, ne, auf der Koppel und so machen sie ja alles. Das ist nicht ganz falsch, ist aber ein bisschen übertrieben. Also es gibt durchaus Pferde, die man auf der Koppel nie dabei erwischen wird, dass sie piaffieren oder passagieren, weil die einfach so zu tiefenentspannt sind, zu wenig Muskeltonus haben, zu wenig inneres Feuer. Die werden von sich aus wohl kaum jemals piaffieren oder passagieren. Ne? Und dann bei solchen Pferden ist es natürlich dann besonders schwierig, ja, Piaf-Tritte da oder Passage-Tritte zu erzielen, sei es an der Hand oder unterm Reiter, dann das ist dann mehr Arbeit. Genauso gibt es Pferde, die man nie dabei erwischen wird, dass sie einen fliegenden Wechsel machen von sich aus auf der Koppel, ja, weil die vielleicht eher einen flachen, schlechten Galopp haben und lieber im Schritt und im Trab sich bewegen, ne? Und die galoppieren dann nur, wenn es wirklich pressiert, wenn es schnell gehen muss und dann ist halt gestreckter Galopp sozusagen. Und wenn die mal einen Galopp wechseln müssen, dann fallen die kurz aus und galoppieren auf der neuen Hand an. Ja, mit solchen Pferden ist dann auch die Ausbildung der fliegenden Wechsel entsprechend sehr schwierig. Bei anderen Pferden, wenn die ein Talent für eine Lektion haben, da kann das ganz leicht sein. Da kann das auch ganz schnell gehen. Also es gibt vierjährige Pferde, die schon ruckzuck mal so diagonale halbe Tritte irgendwie anbieten oder ja, vier-, fünfjährige Pferde, die auch mal einen fliegenden Wechsel springen, einfach so ohne Stress und weil das denen halt leicht fällt und das ist denen irgendwie einleuchtend und dann ist es irgendwie kein Thema. Ne? Aber also auch wenn ein Pferd ein natürliches Talent hat für eine Lektion, dann muss es trotzdem die Kraft und die Balance bekommen, um die Lektion unterm Reitergewicht ausführen zu können. Denn mit Reitergewicht ist das halt nochmal was anderes als einfach so auf der Koppel. Das ist genauso wie wenn wir einen schweren Rucksack tragen müssen. Dann sind wir auch nicht so beweglich oder so schnell und so flink auf den Beinen wie ohne. Und das geht den Pferden genauso. Also die müssen, auch wenn sie Talent haben, genug Kraft haben und genug Beweglichkeit, Balanciervermögen und genug Körpergefühl, dass sie dann mit Reitergewicht so die Lektion ausführen können. Ganz egal. Also das gilt im Prinzip für alle Lektionen, egal jetzt worum sich's handelt. Ne? Und wenn man so jetzt so vorhat, zum Beispiel eine bestimmte Lektion dem Pferd beizubringen,
Sollte man eine Vorstellung davon haben, was das Pferd für Voraussetzungen mitbringen muss dafür? Also so ein bisschen wie wenn man Kuchen backen will, muss man wissen, was da für Zutaten reinkommen. Und wenn man die Zutaten nicht alle hat, kann man den Kuchen halt nicht backen, ist so. Na, da muss man erstmal sich die Zutaten besorgen. Das ist also genauso beim Pferd auch. Wenn man jetzt eine Lektion ausbilden will, muss man sich überlegen, ja, was für Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, beziehungsweise was für gymnastische Elemente stecken denn da drin. Na, und dann kann man überlegen, wenn man eine klare Vorstellung davon hat, dann kann man sich überlegen, ja, ist das Pferd so weit, bringt er die Voraussetzungen mit oder muss ich da erst noch Vorarbeit leisten? Ne? Und da in dem Zusammenhang, da fällt mir immer was ein, was der Albert Ostermeier in einem Video gesagt hat. Ne? Das war ein österreichischer Zirkusreiter aus einer alten Zirkusfamilie, der in die USA ausgewandert ist in den 60er Jahren. Und der hat dann in den 90er Jahren zwei Videos gemacht, Lehrvideos. Das eine war Piaffe Training Simplified, das andere war Passage Training Simplified. Da hat er einfach mit einem Pferd vorgemacht, wie er Piaffe und Passage ausbildet. Und da im Vorspann hat er gesagt, es gibt Musiker und es gibt Komponisten. Ne? Und für diese Arbeit muss man Komponist sein. Und hat er auch recht. Ne? Also es ist eine Sache, jetzt auf einem ausgebildeten Pferd eine Lektion auszulösen, sozusagen, eine Lektion zu reiten, abzufragen. Es war aber noch was ganz anderes, eine Lektion bei einem Pferd zu entwickeln oder dem Pferd die Lektion beizubringen. Das sind also wieder andere Fähigkeiten, Fertigkeiten, ein anderes Wissen quasi, was vorhanden sein muss dazu. Ja, also jede Lektion, jede fortgeschrittene Lektion kann man ja auffassen als einen komplexen Bewegungsablauf, in dem bestimmte gymnastische Komponenten oder Bewegungsmuster enthalten sind. Und diese gymnastischen Bewegungsmuster oder Komponenten, die kann man sehr oft schon im Schritt beibringen und im Trab und in allen möglichen anderen Übungen, dass das Pferd einfach einen besseren bessere Balance, besseres Körpergefühl bekommt, höhere Geschmeidigkeit, mehr Kraft und so weiter. Bei der Piaffe speziell ist es wichtig, dass das Pferd sehr beweglich ist in alle Richtungen. Also man müsste in der Lage sein, zum Beispiel aus dem Halten nach rechts, links, vorne oder hinten anzutreten, ein, zwei Tritte, dann wieder anhalten, in eine andere Richtung sich bewegen. Solche Sachen. Also das Pferd muss in alle vier Richtungen sehr geschmeidig sein. Wenn es da irgendwo klemmt, und es gibt Widerstände, dann wird es wahrscheinlich auch mit der Piaffe schwierig werden. Was auch wichtig ist, ist, dass alle vier Beine eine gute Verbindung zum Boden und zum Reitergewicht haben. Das heißt also, man müsste in alle vier Beine parieren können, vom Schritt zum Halten, vom Trab zum Halten, vom Trab zum Schritt, ohne dass das Pferd da Widerstände leistet. Also man muss quasi eine seitliche Geschmeidigkeit und Durchlässigkeit haben. Man muss eine longitudinale Durchlässigkeit haben, von hinten nach vorn, von vorn nach hinten. Und eigentlich von oben nach unten genauso. Ne? Also man muss das Gewicht durch alle vier Beine in den Boden fließen lassen können. Und es muss dann vom Boden wie von einem Trampolin wieder hochgefedert werden, sodass das Pferd sich bewegen kann wie so ein Gummiball, den man in den Boden titscht und der dann wieder hochhüpft. Ja. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann können die Pferde auch piaffieren. Und man kann es jetzt so mal bei seinem Pferd kontrollieren, geht das? Könnte ich aus dem Halten nach ein, zwei Schritte nach vorne machen, ein, zwei Schritte nach hinten, könnte ich zwei Schritte nach links, zwei Schritte nach rechts machen und so weiter, ohne dass da große Widerstände auftauchen? Oder ist es zu früh? Ne? Kann ich in alle vier Beine parieren? Solche Dinge kann ich. Dazu gehört dann natürlich auch mal Tritte verlängern, Tritte verkürzen, so dass die mehr konventionellen Übungen, ja, Übergänge zwischen den verschiedenen Gangarten. Also das müsste im Prinzip alles relativ leicht machbar sein, wenn man mit Piaffe-Training anfangen will.
Und selbst wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, dann muss man sich klar machen, dass man nicht gleich beim ersten Versuch irgendwie das fertige Produkt bekommt. Ich glaube, da viele Leute meinen, dass man gleich von Anfang an irgendwie so die klassische Piaf mit also tief gesenkter Hinterhand und schöner Aufrichtung und so weiter und so fort erreichen kann. Und wenn man es nicht bekommt, dann ist man ein schlechter Reiter oder ja, dann ist das alles nichts. Man sieht es dann oft so auf so Internetkommentaren, wenn jemand irgendwo ein Video einstellt von einem Pferd, was gerade, was weiß ich, die Piaf erst lernt. Und dann gibt es dann immer so die hässlichen Kommentare, die das kritisieren. Aber es ist ja nicht realistisch, dass ein Pferd oder auch ein Reiter so eine fortgeschrittene Lektion gleich auf Anhieb irgendwie perfekt hinbekommt, sondern man nähert sich dem Ganzen ja an, in kleinen Schritten. Das ist dann wieder so ein bisschen wie beim Goldwaschen, ne? Im Fluss, wo man Sieb hat und dann den Flusssand ins Sieb rein schaufelt und dann siebt man und dann bleibt hier und da mal ein kleines Goldstückchen hängen, ne? Wenn man Glück hat und der Sand, der geht dann wieder weg. Ne? Und genauso ist es beim Piaf-Training auch, dass man bestimmte Übungen verwendet, die das Pferd so in diese Balance manövrieren, der Piaf zuträglich ist. Und hin und wieder gibt es dann mal Tritte, die in die richtige Richtung gehen. Die sind vielleicht dann schon so ein bisschen diagonal und so ein bisschen rhythmisch. Und die lobt man dann, ne? Und auf denen versucht man aufzubauen. Und alles andere ignoriert man im Grunde genommen. Man sieht auch dann, wenn man so Piaf-Arbeit macht, dass die Pferde ganz viel experimentieren. Da kommen dann alle möglichen kreativen Bewegungen zustande. Manchmal sind ein, zwei Galoppsprünge auf der Stelle dabei. Dann kann es sein, das Pferd setzt beide Hinterbeine ab, zieht ein Vorderbein an. Manchmal zieht es beide Vorderbeine an. Das sind also so Ansätze zur Levade manchmal da. Ja, also die Pferde experimentieren mit ihrem Körper und mit der Balance und versuchen rauszukriegen, was der Reiter gerne möchte. Und ja, die erforschen so ein bisschen die Bewegungsoptionen, die sie haben. Man kann Piaf natürlich sowohl unterm Reiter als auch an der Hand beibringen. An der Hand ist für die Pferde meistens erstmal leichter, weil sie halt nur ihren eigenen Körper da ausbalancieren müssen und nicht noch das Reitergewicht obendrauf. Deswegen macht die spanische Reitschule zum Beispiel die ganze Piaf-Arbeit erstmal, auch die Schulen über der Erde, erstmal an der Hand, bevor dann das Reitergewicht zukommt. Man kann es aber auch von Anfang an unterm Reiter machen. Es gibt ja hier und da Pferde, bei denen Handarbeit nicht geht, weil die zu aggressiv sind, weil sie vielleicht irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oder Pferde, die einfach Angst kriegen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und die sich dann zu sehr verspannen. Ja, und im Grunde genommen muss man schon glücklich sein, wenn man mal so ein, zwei, drei taktmäßige diagonale Tritte bekommt. Und die müssen auch nicht auf der Stelle sein und die müssen, wie gesagt, nicht in hoher Versammlung sein und so weiter. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man gleich das fertige Produkt irgendwie produzieren kann, sondern die ersten Tritte in die Richtung, die sehen oft noch überhaupt nicht nach Piaf aus, aber die gehen in die Richtung. Ne? Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wer ein bisschen Erfahrung hat, der sieht so, der spürt, ne? Dass das in die richtige Richtung führt. Und ja, so schnell wie die Tritte zustande kommen können, so schnell können sie auch wieder vorbei sein. Ne? Und man muss sehr aufpassen mit der Piaf, dass man nicht sich selbst unter Druck setzt. Also gerade wenn man jetzt meint, man müsste jetzt gleich irgendwie so ein fertiges Produkt produzieren können, dann baut man Leistungsdruck auf, ne? Und das führt zu Stress beim Reiter und beim Pferd und dann geht es meistens schief, ne? Die Piaf ist auch so eine sehr zarte Blume im Grunde genommen, die ganz leicht zerdrückt werden kann. Also man kann die Piaf nicht rausquetschen, man kann sie nicht rausklopfen aus dem Pferd. Das baut dann Widerstände auf und Stress und Verspannung und dann
kommt entweder nichts raus oder wenn sie so sich piaffartig bewegen, die Pferde, dann ist es halt unter Stress und verspannt und nicht schön und ne, führt letzten Endes in eine Sackgasse. Ne? Am besten ist es, wenn man die Sache so einfädeln kann, dass das Pferd von alleine drauf kommt. Ja, dass es von alleine umschaltet in diagonale Tritte, weil es der Überzeugung ist, dass das weniger anstrengend ist als das, was es gerade gemacht hat. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn man so verschiedenen Ausbildern zuguckt, dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass die alle so ihren eigenen Weg haben oder ihre eigene Methodik. Und es gibt, also soweit ich sehen kann, hauptsächlich drei Möglichkeiten, wie man das Pferd dazu bringen kann, ne, diagonale Tritte anzubieten, kurze diagonale Tritte. Ja, das eine sind Übergänge im weitesten Sinne. Also das können Schritt halten, Übergänge sein, Trab halten, Trabschritt, rückwärts, vorwärts, Übergänge, solche Sachen. Der zweite Weg wäre Übertreten. Also zum Beispiel, wenn man so im Schritt Schulter hereinartig oder auch Rorbeerartig auf einer Zirkellinie oder auf einer Voltenarte Wolte übertreten lässt, dann kann man das übertretende Hinterbein, also im Schulter herein das Innere, im Rorbeer das Äußere, auffordern, früher abzufußen. Man guckt dann die diagonale Schulter an vom Pferd. Wenn diese diagonale Schulter abfußt, vorgeht, kann man das die Hinterbein, was jetzt auf dieser Zirkellinie innen ist, also innen im Sinne des Zirkels, aber beim Rohrwerk wäre es das Äußere. Und mit ein bisschen Glück werden die Pferde dann das zeitliche Intervall zwischen außen vorne abfußen und innen hinten abfußen verkürzen, bis die sich quasi gemeinsam bewegen. Und ja, dann hat man schon diagonale Tritte, die werden jetzt nicht unbedingt Piaff-Tritte in dem Sinne sein, aber diagonal, rhythmisch und entspannt wäre wichtig. Das wären die drei Kriterien, nach denen ich suchen würde oder denen ich die Priorität einräumen würde. Wie gesagt, also diagonal natürlich, ne? Das linkes Hinterbein, rechtes Vorderbein zum Beispiel gemeinsam ab- und auffußen oder rechts hinten, links vorne. Möglichst in einem gleichmäßigen Takt und Tempo. Und es ist wünschenswert, wenn das Pferd entspannt dabei ist. Wenn man natürlich einen Phlegmatiker hat, dann muss der erstmal ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen. Aber wenn man ein eher sensibles Pferd hat, also was weiß ich, Araber, Vollblüter, PAE, Lusitano, ne, die so ein bisschen mehr ein lebhaftes Naturell haben, dann ist die innere Ruhe, die Gelassenheit ganz arg wichtig. Ne? Sonst verspannen die sich nur und dann führen die Verspannungen zu Taktfehlern und Festhalten im Rücken und so weiter. Und das führt dann nicht in die richtige Richtung. Ne? Also diagonale Fußfolge taktmäßig und möglichst entspannt wären wichtige Voraussetzungen. Und dann kann das sein, dass das erstmal wie so ein kurzer Trab ist, was das Pferd einem anbietet, aus dem Schritt raus zum Beispiel. Oder es kann sein, dass es so wie so ein Jog ist halt. Ne? Pferde, die Talent für die Passage haben, die gehen dann eher in so passageartige Tritte über. Ist aber auch okay in dem Fall. Manche Pferde bieten gleich eher so halbe Tritte an. Also man muss halt gucken, was dem Pferd entgegenkommt oder was dem Pferd jetzt logisch erscheint, was ihm leicht fällt. Und erstmal das annehmen, was das Pferd anbietet, solange es eben diagonal, taktmäßig und entspannt ist. Ach ja, dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, das sind so Hin- und Her-Übungen, wo man die Pferde links und rechts übertreten lässt. Also die Pilarenarbeit baut da drauf auf. Na, bei der Pilarenarbeit macht man im Wesentlichen 90 Grad Vorhandwendungen, na, wo man die Gruppe drei Tritte nach links, drei Tritte nach rechts treten lässt. Die Vorderbeine machen einen kleineren Kreisbogen und kleinere Tritte. Und bei dem Umsch oder beim Richtungswechsel von links nach rechts und rechts nach links, da kommen dann meistens früher oder später die ersten diagonalen Tritte zustande. Und dann kann man die Seitwärtsbewegung reduzieren, dann kann man so ein bisschen schneller machen und dann irgendwann entsteht daraus eine Piaffe. Ne? Statt
Vorhandwendungen rechts, links könnte man so ganz ein Travers rechts und links machen, so ne? Zwei Tritte nach links, zwei Tritte nach rechts, eventuell zwischendurch noch zwei Tritte vorwärts. Also da gibt es so Varianten dazu, aber so dieses Hin und Her übertreten führt auch oft zur Diagonalisierung. Ja, das ist also auch eine Möglichkeit. In der spanischen Reitschule in Wien, da war es zumindest früher so, dass man versucht hat, erstmal drei Tritte vom inneren drei Tritte von den Hinterbeinen zu bekommen, die diagonal sind, also ein Lech links, rechts, links oder rechts, links, rechts. Mehr muss nicht sein, ne? Was man oft sieht, ist, dass die Pferde aus einer bestimmten Situation raus ein, zwei Tritte anbieten, die so ganz gut diagonal sind. Und dann wird es schlechter, ne? Und dann ist es sehr, sehr verführerisch sozusagen, weiter dran zu bleiben und noch mehr Tritte zu verlangen, in der Hoffnung, dass der nächste wieder gut wird. Das ist so ein bisschen wie der Glücksspieler, ne, der einmal gewonnen hat und dann nur noch verliert. Und der aber überzeugt ist, das nächste Spiel, die nächste Runde, die bringt mir den großen Gewinn und dann verliert er halt alles. Ne? Und so kann es einem mit der Piaffe auch ganz, ganz leicht gehen, weil man denkt, man hat das Gefühl, das ist gerade um die nächste Ecke noch einen Tritt und dann habe ich es wieder. Aber wenn man so die ein, zwei guten Tritte hatte und dann bröckelt es, wird es in der Regel nicht wieder gut. Man kann da nicht wieder anknüpfen oder nicht wieder zurückfinden zu diesem Höhepunkt, den man gleich am Anfang hatte. Da ist besser meistens, man hört wieder auf, man kann man vielleicht noch mal aus dem Schritt oder aus dem Halten so diese gleiche Situation, den gleichen Kontext herstellen und noch mal probieren. Oder man macht wieder Themenwechsel, man macht erst wieder andere Dinge, weil man das Gefühl hat, nee, jetzt ist das Pferd irgendwie nicht locker genug oder nicht dieses oder nicht jenes, dann muss ich da vielleicht erst mal wieder andere Voraussetzungen herstellen und dann probiere ich es noch mal. Ganz wichtig ist, dass man das Pferd nicht unter Druck setzt, nicht stresst. Ne? Das ist natürlich auch wieder eine große Versuchung. Ne? Ganz viele Ausbilder, die machen dann immer mehr Druck, weil Piaf natürlich auch mit einem gewissen Prestige verbunden ist und so weiter. Ne? Das verführt dann sehr leicht dazu, aber das macht dann unter Umständen die Piaf kaputt, bevor das Pferd sie gelernt hat. Ne? Und dann kann es sein, dass die das nie richtig lernen. Na, weil sie immer Angst haben dann, dass sie wieder irgendwie da geschlagen werden oder was auch immer. Ne? Also lieber probieren, wenn es nicht gut läuft, wieder ja, raus aus der Übung, vielleicht an einer anderen Stelle nochmal probieren, die Übung, dass man immer wieder kurze Ansätze macht und dann wieder weg davon. Wieder kurze Ansätze und wieder weg. Ne? Und wenn das Pferd so zwei, drei Tritte gezeigt hat, dann darf man ruhig anhalten und ausgiebig loben am Anfang oder Schritt am langen Zügel reiten. Oder bei manchen Pferden ist gut, wenn man antrabt und vielleicht ein bisschen vorwärts, abwärts dehnen lässt. Also je nachdem, wie die Neigung halt ist. Also bei manchen Pferden, wenn die sich so ein bisschen verhalten und die kommen hinter die Hilfen, dann ist wahrscheinlich besser, man trabt und man lässt ein bisschen vorwärts, abwärts dehnen. Dann kann man auch mal ganze Bahn gehen und mal kurz die Tritte nochmal verlängern und so weiter, dass die Schubkraft wiederhergestellt wird. Andere Pferde, die sich so, die vielleicht ein bisschen nervös werden, dann ist vielleicht besser, man geht dann Schritt am langen Zügel oder man hält und wartet im Halten, streichelt das Pferd im Halten, also je nachdem. Nur das ist wichtig, dass das Pferd dann erkennt, ah ja, das war gewünscht, das war gut und dass es halt andererseits auch merkt, passiert nichts Schlimmes, kein Grund, Angst zu bekommen, ja, solche Sachen. Also da rechtzeitig aufhören ist ganz arg wichtig. Nicht zu oft probieren, nicht zu lange probieren, weil das führt dann immer zu Problemen. Und das ist wahrscheinlich mit so der größte Fehler, der gemacht wird und den wir alle gemacht haben, ne? Dass man sich da hinreißen lässt, zu lange dran zu bleiben oder zu viel Druck zu machen und so weiter. Das kostet also für den Reiter unheimlich Selbstdisziplin manchmal, dass man sich damit ganz wenig zufrieden gibt. Und dass man aufs Pferd auch wartet, ne, und beobachtet, na, was macht das Pferd, wie macht es das und so weiter. Ne. Und am Anfang geht es ja auch erstmal nur darum, dem Pferd die Idee zu geben, dass das also neben Schritt, Trab, Galopp noch
ein weiterer Gang existiert sozusagen, ne, den das Pferd dann entdecken soll. Und dann möchte man dem Pferd die Bewegung schmackhaft machen, dass es versteht, dass diese Bewegung ja manchmal leichter fällt als andere Dinge zum Beispiel. Also ich kann das so einfädeln, dass der Schritt mehr anstrengt als so halbe Piaff-Tritte. Also gerade mit dem Übertreten auf der Zirkellinie, wenn ich da mich so ein bisschen aufs äußere Hinterbein draufsetze und das innere Hinterbein immer früher abfußen lasse, dann wird der Schritt immer anstrengender und dann ist nachher die diagonale Fußfolge weniger anstrengend fürs Pferd. Das heißt, die wählen das selbst. Also man braucht denen gar nicht sagen, dass sie piaffieren sollen, sondern die kommen von alleine drauf, dass diese diagonale Bewegung manchmal einfach etwas ökonomischer ist sozusagen. Und dann, wenn ich das Pferd dafür lobe, dann macht es die auch immer wieder ganz gerne. Auch bei diesen Hin- und Herbewegungen ist es so, dass das im Moment des Richtungswechsels die diagonale Fußfolge ökonomischer ist, also strengt weniger an. Und deswegen sieht man da in dem Moment ganz oft, dass die Pferde kurz umschalten auf eine diagonale Fußfolge. Na, dann, was auch wichtig ist, ist, dass man sich im Klaren darüber ist, dass jedes Pferd so seinen eigenen Bewegungsablauf hat und seine eigene Haltung in der Piaff, na, auch in der Passage. Die können nicht alle gleich aussehen. Man kann nicht von jedem Pferd verlangen, dass es genau gleich piaffiert, wie, was weiß ich, das große Vorbild, was man da vom geistigen Auge hat, sondern für jedes Pferd gibt es ein bestimmtes Tempo, in dem es piaffieren kann. Jedes Pferd braucht eine gewisse Trittlänge am Anfang, ne? Also die Piaffe auf der Stelle ist erst die allerletzte Stufe der Verfeinerung. Und während der Ausbildung muss man die Pferde ein bisschen vorgehen lassen. Wenn man sie zu viel vorgehen lässt, dann bleiben sie irgendwie im Schritt und finden sich nicht in der Piaff. Wenn man sie nicht genug vorgehen lässt, wenn man die zu sehr auf der Stelle halten wird, dann überlädt man die Hinterhand und dann verspannen die Pferde sich und dann geht der Takt verloren und dann ist der Rücken meistens fest und der Unterhals kommt raus und solche Dinge. Na, und das ist so ein bisschen Präzisionsarbeit für die Reiterin. Ja, ich muss genau das richtige Tempo kriegen. Wenn das Tempo zu schnell oder zu langsam ist, dann finden sie sich auch nicht. Ich muss genau die richtige Zentimeterzahl sozusagen für das Vorrücken finden, ne, 1 Zentimeter zu viel oder zu wenig und das klappt nicht. Ich muss das richtige Energieniveau finden, ne, wenn es zu wenig Energie ist, dann schaffen sie es nicht, dann sind sie so tiefenentspannt, dass da einfach zu wenig Rumpfmuskulatur, Anspannung oder Muskeltonus vorhanden ist für die Bewegung. Wenn man das Pferd aber zu sehr aufzieht, und es ist zu viel Energie da, dann sind sie wieder eher verspannt und dann kann sein, dass sie wegspringen oder irgendwie in Panik geraten oder so. Also das muss man auch da dosieren. Ne? Und manche Pferde muss man immer nur beruhigen und ne? Möglichst entspannt halten. Andere Pferde muss man schon so ein bisschen wach machen, damit da genug inneres Feuer vorhanden ist, dass man was damit anfangen kann. Dann hat auch jedes Pferd so seine eigene Haltung, in der es geht, ne? Also die eigene Balance, Aufrichtung, Beizäumung und so weiter. Ne? Da muss man so das richtige Maß wiederfinden. Also bei manchen Pferden hilft es, wenn man ihnen erlaubt, den Hals und Kopf etwas tiefer zu tragen. Das entlastet die Hinterhand. Auf die Weise können die Hinterbeine sich schneller bewegen, der Rücken kann sich aufwölben. Ne? Andere Pferde werden dann dabei vielleicht büffelig, wenn die vorne zu tief werden, dann schieben die vielleicht nur mit der Hinterhand weg und drücken die Gruppe hoch und dann kommt keine Piaff zustande. Ne? Bei solchen Pferden wäre dann mehr Aufrichtung vielleicht gut. Aber dann gibt es wieder Pferde, wenn man die zu viel aufrichtet, dann drückt es den Rücken weg und die Hinterhand wird hinten rausgedrückt und die finden die Fußfolge dann nicht. Ne? Also man muss immer so ein bisschen experimentieren mit diesen Parametern. Takt, Tempo, Trittlänge.
Energie, Aufrichtung, Beizäumung, Gewichtsverteilung zwischen Vorhand und Hinterhand. Solche Dinge, da ist jedes Pferd wieder anders, ne? Und es ändert sich auch im Laufe der Ausbildung. Also diese Bedürfnisse ändern sich und die Parameter der PHF, die verändern sich im Laufe der Zeit. Na, es gibt Pferde, die sind von Haus aus langsamer, andere Pferde sind von Haus aus flotter unterwegs. Bei manchen Pferden ist die PHF fast wie so eine Art Passage auf der Stelle, ne? Die haben ein sehr, sehr langsamen, ein sehr langsames Tempo in der PAF. Andere sind eben, wie gesagt, schneller. Bei den meisten Pferden wird das PAF-Tempo ähnlich sein wie das Trab-Tempo. Das muss man rauskriegen. Da muss man so ein bisschen experimentieren damit und mal schauen, was das Pferd anbietet und mal schauen, wie man dem Pferd da vielleicht helfen kann, die richtige Idee zu bekommen. Was auch gut funktioniert bei manchen Pferden, ist also, wenn man jetzt an der Hand am Hufschlag hält und aus dem Halten versucht, das innere Hinterbein heben zu lassen und eine Hufbreite vorsetzen zu lassen. Und wenn man diese Bewegung dann sehr stark nach oben lenkt, also man kann ja mit der Gerte das innere Hinterbein auffordern, abzuheben, und dann mit der Zügelhand kann man die Energie am Widerrist nach oben lenken. Und je mehr diese Energie nach oben geht, desto mehr wird man sehen, dass das äußere Vorderbein und das innere Hinterbein sich gleichzeitig heben. So normalerweise, wenn das Pferd vom Halten angeht, wenn es mit dem inneren Hinterbein zuerst losgeht, hebt sich das äußere Vorderbein noch vor dem inneren Hinterbein. Also bei der Arbeit, da gucke ich mir immer die Hinterbeine an oder ich spreche die Hinterbeine an, aber wenn ich das innere Hinterbein berühre und aus dem Halten tritt das Pferd mit dem inneren Hinterbein an, geht zuerst das äußere Vorderbein vor und hoch. Je mehr das Pferd auf der Vorhand ist, desto mehr wird diese Bewegung vom äußeren Vorderbein dann lang, flach nach vorne weggehen und das Pferd wird eventuell länger werden beim Angehen. Und wenn ich die Bewegung mehr nach oben lenken kann, dann verkürzt sich das Intervall, ne, zwischen außen, vorne, innen, hinten, und irgendwann ist es gemeinsam, dann geht das innere Hinterbein und das äußere Vorderbein gemeinsam hoch und die bewegen sich wesentlich mehr nach oben als nach vorne. Dann ist also der Vortritt relativ gering, aber die Aufwärtsbewegung ist größer. Ja, dann wird man feststellen, dass die zwei Diagonalen beim Pferd unterschiedlich sind. Also bei den meisten Pferden gibt es ein diagonales Beinpaar, was relativ schnell sich synchronisiert. Und dann gibt es die andere Diagonale, die so ein bisschen zeitlich versetzt auftritt. Das ist ganz, ganz häufig. Es gibt auch Pferde, die sich mit der Diagonalisierung schwer tun, die was fast so eine Art Tölt-Piaf machen. Also da ist immer irgendwie ein Viertakt da. Da sind die Diagonalen immer so ein bisschen zeitlich versetzt, ne? Und das ist dann wieder eine gewisse Schwierigkeit, diese Bewegung dann wirklich diagonal zu synchronisieren. Das kann bei manchen Pferden mühsam sein. Das kann schwierig sein, ne? Also das sind alles so Dinge, die man beobachtet, ne? Dann gibt es Pferde, die brauchen am Anfang ein bisschen mehr Aufrichtung, die gehen dafür so ein bisschen über den Zügel dann. Aber wenn die Bewegung taktmäßig ist und wenn die so einigermaßen ruhig bleiben, dann würde ich da erstmal drüber hinwegsehen. Man kann nicht alles auf einmal bekommen. Viele Leute, die legen sehr großen Wert drauf, dass das Pferd von Anfang an ganz rund ist im Hals, wenn die ersten Piaf-Tritte machen, aber den konzentrieren die sich so stark auf den runden Hals, dass sie die Bewegung der Hinterhand abwürgen. Und dann können die Pferde eben diesen Takt nicht finden von der PA, von die diagonale Fußfolge. Na, das wäre dann das größere Übel sozusagen. Das ist dann immer ein Abwägen. Was ist denn jetzt das kleinere Übel sozusagen? Ich kann nicht alles auf einmal bekommen. Ich werde nicht die perfekte Lektion gleich auf Anhieb bekommen können. Ich muss also Prioritäten setzen. Was ist mir jetzt wichtig? Ne? Ist mir wichtig, dass der Hals rund ist, ne? Dass das Pferd so aussieht, als wenn es am Zügel wäre, durchs Genick wäre? Oder sind mir andere Dinge wichtig? Ne? Und oft ist es halt wichtiger, dass die Fußfolge eben rhythmisch und diagonal ist. Und
fährt einigermaßen entspannt und an der Rundheit kann man dann arbeiten, wenn man so diese taktmäßige Bewegungsgrundlage erstmal hat. Na, also ist bei jedem Pferd so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ja, und diese erst ganz bescheidenen Anfänge, ja, auf denen baut man auf und die baut man aus nachher. Ne? Also aus den ursprünglichen 3 Tritten werden dann 5 und aus 5 Tritten werden 7 und so weiter. Ne? Und aus diesem Jog, den das Pferd vielleicht am Anfang anbietet, kann man dann vielleicht halbe Tritte formen, wo das Pferd halt so, ne, eine Hufbreit vortritt oder vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und dann kann man nach und nach die Bewegung mehr nach oben lenken, der Vortritt wird geringer und irgendwann sind sie dann vielleicht mehr oder weniger auf der Stelle. Ne? Aber da würde ich auf gar keinen Fall ja, Druck machen oder so, dass das Pferd jetzt unbedingt auf der Stelle piaffiert. Das kommt relativ spät in der Ausbildung, weil da schon sehr viel Kraft und sehr viel Geschmeidigkeit in der Hinterhand dazugehört. Ne? Ja. Überlege ich noch, habe ich noch was vergessen? Gibt es denn Fragen dazu? Soweit. Übrigens, wenn man die Piaff dann unterm Reiter trainiert, dann kommt noch dazu, dass man rauskriegen muss, wie man sitzen muss. Also gerade im Frühstadium ist es bei vielen Pferden gut, wenn man so ein bisschen den Rücken oder die Hinterhand entlastet. Ne? Auch auf die Gefahr hin, dass das Pferd so ein bisschen auf der Vorhand ist am Anfang. Aber wenn ich die Hinterhand entlaste, dann kann die halt sich schneller heben. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, einen Übergang vom Schritt zur Piaff, da hat der Schritt so ein gewisses Tempo. Ne? Und die Piaff hat ein etwas schnelleres Tempo. Das heißt also, ich muss die Hinterhand beschleunigen im Sinne von früher abheben lassen, schneller abheben lassen. Und da hilft das Entlasten so ein bisschen. Ne? Man sieht viele, viele Trainer, die in der Piaff so ganz leicht vor der Senkrechten sitzen oder vielleicht so ein bisschen Hohlkreuz machen, einfach um die Hinterhand zu entlasten. Die sitzen dann mehr auf dem Oberschenkel. Und bei vielen Pferden funktioniert das gut. Ne? Wenn man natürlich einen hat, der dann hinter den Schenkel und hinter das Kreuz kommt, wenn man sich leicht macht oder ein bisschen nach vorne geht, dann muss man einen anderen Weg finden, dann geht es nicht. So, ne? Also immer, immer probieren. Wenn man sich zu schwer niederlässt, ne, und zu sehr, zu breit, zu schwer auf den Gesäßknochen sitzt, dann kann es passieren, dass man das Pferd in 2 Hälften zerbricht, buchstäblich. Ne? Dann drückt den Rücken weg, Hinterhand geht hinten raus, Kruppe kommt hoch, Schädel kommt hoch und dann sitzt man wie in einer Hängematte, ist ein scheußliches Gefühl. Und dann ist der Bewegungsablauf zerstört. Ne? Der kommt dann nicht zustande. Ne? Also ich muss einen Sitz finden, in dem das Pferd den Rücken aufwölben kann und in dem ja, die Hinterbeine flott genug treten können, so, sich diagonalisieren können oder synchronisieren können mit dem diagonalen Vorderfuß. Ja. Man gehört also so ein bisschen auch da immer wieder experimentieren und variieren dazu. Und der optimale Sitz, der ändert sich dann natürlich auch in dem Maß, wie das Pferd kräftiger wird und wie es sich besser auskennt und weiß, was man von ihm will, kann man oder muss man wieder anders sitzen. Was wichtig ist, ist, dass man dann im Sattel nicht im Becken fest wird oder am Bein irgendwie klammert oder so, wenn man meint, man muss jetzt da das Pferd irgendwie schieben und schubsen und drücken und quetschen und so weiter, dann würde man die Piaff kaputt machen, bevor sie überhaupt ja, eine Chance hatte, da sich zu manifestieren. Und das ist natürlich so die Fehler, die alle machen. Also das ist auch ganz arg schwierig, da quasi nichts zu machen oder wenig zu machen. Ne? Da ist wirklich so weniger mehr bei der Piaff. Und das ist ganz arg schwierig, sich da selber zurückzuhalten, dass man es nicht übertreibt mit den Hilfen. Ne? Also Kerstin sagt, wir probieren gerade die Übung 2 Tritte seitwärts. Vorwärts, Moment.
Und wieder seitwärts zurück im Schritt in Ruhe. Ich halte auch noch an, um dann wieder seitwärts zu gehen. Ab wann kann ich damit rechnen, dass er das auf die, dass er auf die Idee kommt, diagonale Schritte oder Tritte zu probieren? Der wird in dem Moment diagonalisieren, wo du nahtlos ohne Anhalten, möglichst im gleichen Tempo, so links zwei, vorwärts zwei, rechts zwei, vorwärts zwei, so marschieren kannst. Und es können also ruhig auch kleine Tritte sein zur Seite, so ganz locker, muss selber locker sein im Becken, ne? So ein bisschen zur Seite nehmen, ein bisschen vorschicken zur Seite, wieder vor. Und man kann so ein bisschen Bügeltritte auf der Seite angeben, wo man hin möchte, zum Beispiel. Manchmal hilft es, wenn man gerade im Schritt Bügeltritte vorne macht. Das hilft dann so ein bisschen Schädel zu senken, Rücken zu heben, Hinterhand zu entlasten, sodass die schneller wird. Da kommen die unter Umständen leichter rein, ne, in die Piaf-Bewegung. Man könnte auch mal so ganz behutsam mit der Gerte kitzeln, wenn das Pferd nicht Angst hat vor der Gerte. Ne? Oder diese Seitwärtsbewegung vorsichtig mal mit dem Schenkel unterstützen oder mit einem leichten Druck am Sporn, um das Hinterbein früher abfußen zu lassen. Aber ich würde jetzt, wenn er die Übung kapiert mit Anhalten dazwischen, würde ich mal gucken, ob das auch ohne Anhalten geht. Ja, immer so leichte Vorwärtstendenz dabei, der darf nicht rückwärts gehen dabei. Ich versuche ihn parallel zur Bande zu halten im Körper, dass er sich nicht dreht. Denn wenn er schief wird oder wenn er rückwärts geht, dann ist Piaf schon wieder futsch, ne? Dann geht es nicht. Wenn es gut läuft, dann ist das fast so ein bisschen wie so ein alter Traktor im ersten Gang, der so ganz langsam, aber über Stock und Stein geht, ne? Der sich von keinem Hindernis aufhalten lässt, der über, ne? Alle Geländeunebenheiten drüber fährt. Ne? Dok, 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 so ungefähr, so ein Gefühl hat man dann. Das ist dann so dieses gleichmäßige Tempo und immer. Egal, ob ich nach links gehe, nach rechts, nach vorn, tak, 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 immer gleich. Ne? Und da kommen bei den Richtungswechseln dann früher oder später die ersten diagonalen Tritte zustande. Ne? Ja, und da kommt es dann, da bleiben die dann meistens auch relativ entspannt dabei. Ne? Caroline, da können Sie nochmal den Begriff halbe Tritte genauer erklären. Wir bekommen manchmal etwas, was meine Reitlehrerin halbe Tritte nennt, wenn wir im Schulter herein, Trab, Halt, Trab, Übergänge üben. Genau, sind es einfach nur verkürzte erhabene Tritte. Ja, die halben Tritte, das sind so eine Vorstufe der Piaf oder die sind so irgendwo zwischen versammelten Trab und Piaf. Also die haben das Tempo der Piaf, haben aber mehr Raumgewinn. Ne? Also es gibt ja auch die Piaf im Vorrücken, wie das früher hieß, ne? Oder Vorwärts-Piaf. Und die halben Tritte sind so eine Art Piaf im Vorrücken. Also das hat, die sind diagonal, die sind rhythmisch, die haben dieses Tempo der Piaf. Aber wie gesagt, die Pferde gehen vielleicht zwei Hufbreiten vorwärts statt eine halbe Hufbreite. Ne? Das sind eine Vorstufe und da, das ist immer gut, wenn die Pferde einem das anbieten. Also gerade wenn es locker und rhythmisch ist. Und darauf kann man aufbauen, diese halben Tritte, die kann man dann formen. Dann könnte man versuchen, kürzer zu machen oder ja, die Haltung, die Balance ein bisschen zu ändern. Und ja, im Schulter herein, Trab, Halt, Trab geht auch. Das macht, glaube ich, der Philipp Karl auch. Das habe ich in einem Video von dem vor Jahren gesehen. Bei manchen Pferden entwickelt sich die Piaf sehr schön so aus Schritt halten, Schritt Übergängen. Und bei anderen Pferden, die finden sich da aber nicht, da ist irgendwie zu wenig Bewegung. Die finden sich besser, wenn man Trab, Schritt, Trab oder Trab halten, Trab Übergänge reitet. Die kann man auf dem einfachen Hufschlag reiten, die kann man aber auch in Seitengängen reiten. Man kann aus dem Trab so tun, als ob man anhalten möchte. Und im letzten Moment, kurz bevor alle vier Beine halten, sagt man, ich habe es mir anders überlegt, bleib im Trab. Ne? Und dann hat man ein, zwei Tritte fast auf der Stelle, ne? Und dann geht es wieder weiter. Das ist also auch eine sehr gute Möglichkeit, den Trab, die Piaf zu entwickeln. Also das hat der Egon von Einhof zum Teil auch gemacht. Der hat die Leute dann in seiner kleinen Halle ganze Bahn traben lassen. Der stand dann meistens in der Mitte nochmal, irgendwie mit einer Longierpeitsche. Und der hat dann immer bei EA und B und C die Leute fast anhalten lassen, sozusagen. Ne? Das ist also. Und dann probiert man so dieses Trabtempo zu behalten.
dass es nicht langsamer wird, dass es auch nicht zu einem Schritt wird. Aber man tut so, als ob man eben parieren wollte zum Schritt oder halten. Und dann kurz bevor der Takt sich ändert, geht man wieder vorwärts. Das ist auch eine ganz, ganz gute Übung. Man kann das auch so alle 3, 4 Tritte machen, so 3, 4 Tritte geradeaus. Und dann Parade, Parade. Und ich habe es mir anders überlegt. Parade, Parade. Und ich habe es mir anders überlegt. Ne? So, das, bei manchen Pferden ist das ein guter Weg. Die bleiben dann mehr im Fluss, wenn die sonst im Schritt irgendwie so die Fußfolge verlieren und sich so irgendwie verkrampfen und festhalten oder hinter die Hilfen kommen, dann ist es aus dem Trab für manche Pferde lockerer. So. Kommt immer auch darauf an, wie die Schubkraft, das Verhältnis von Schubkraft und Tragkraft gebildet ist dann. Also wenn Pferde sehr, sehr viel Schubkraft haben und sich nicht so gut tragen können, nicht so gut die Hinterhand beugen können, dann ist es vielleicht so aus dem Halten, aus dem Rückwärtsrichten, aus dem Schritt besser. Ja, Pferde, die vielleicht sich eher verhalten, da ist manchmal besser, man macht es aus dem Trab durch solche Übergänge. Ja, für die meisten Pferde haben so eine bestimmte Methode, die ihnen irgendwie einleuchtet, wo sie auf die Idee kommen, dass doch diese diagonalen Tritte eigentlich ganz angenehm wären oder eine Erleichterung darstellen. Und da muss man ein bisschen suchen. Bei manchen Pferden, da gibt es keine Übung, die so, wo der Groschen fällt, aber wenn man alle Übungen mal probiert, dann gibt es einen kumulativen Effekt und irgendwann kommen dann diese kurzen diagonalen Tritte zustande. Und bei anderen Pferden, da ist eine bestimmte Übung und zack ist es da. Ne? Und dann, ach ja, total logisch, einleuchtend. Ne? Und die kapieren das dann sofort. Ne? So. Ja. Dann gibt es bestimmte Rassen, die so ein gewisses Talent oft haben. Also zum Beispiel Quarter Horses und Haflinger sind oft erstaunlich talentiert für Piaffen. Ja, das sind so die Pferderassen, die jetzt nicht den tollen, starken Trab haben von Haus aus. Die sind oft sehr geschickt mit der Piaffe. Das kommt ihnen entgegen von ihrem Gebäude her und von ihrem natürlichen Bewegungsablauf. Und ja, Pferde, die eher ein langsames Tempo haben und eher mehr Schubkraft und längere Tritte machen und so weiter, die bieten einem unter Umständen erst die Passage an, als die Piaffe, weil denen die Passage einfach leichter fällt. Das heißt, da könnte man dann erst da ein bisschen, ein Stück weit, ne, damit arbeiten und dann gucken, dass man, also bevor man da zu weit geht mit der Passage, dann wieder die Piaffe versucht einzuführen. Ja. Ja, also wichtig, ne, jedes Pferd wird sich anders anfühlen und wird anders aussehen in der Piaffe, vor allem in den Frühstadien. Man muss die Parameter finden, die dem Pferd den Einstieg in die Piaffe am meisten erleichtern. Ganz wichtig, ne? Und ja, gucken, dass man muss schauen, dass man die Voraussetzungen dem Pferd beibringt, diese Beweglichkeit in alle Richtungen, die Verbindung der Beine zum Boden und so weiter. Dann ja, zufrieden sein mit ganz wenigen Dingen. Also am besten baut man eine Situation auf, in der das Pferd selber draufkommen kann, dass diese halben Tritte oder diagonalen Tritte existieren und dass die angenehm sind oder besser sind als das, was man vorher gemacht hat. Und dann mit kleinen Schritten in die richtige Richtung zufrieden sein und ganz langsam nur aufbauen und ausbauen. Ja. Ja, jeder, wenn man es eilig hat, das rächt sich, ne? Oder wenn man es übertreibt, das rächt sich. Dann wird man wahrscheinlich auch feststellen, dass es so Phasen gibt, wo man da relativ viel dran arbeiten kann oder sagen wir mal jeden Tag ein bisschen und dann hat man das Gefühl, irgendwann jetzt ist so eine Plateauphase erreicht, jetzt wird es nicht besser, wenn ich mehr übe oder es wird schlechter. Und dann muss man es wieder sein lassen, eine Zeit lang und vielleicht ein paar Wochen später dann nochmal drauf zurückkommen. In der Zwischenzeit arbeitet man vielleicht mehr an den Voraussetzungen und anderen Dingen. Und wenn man dann wieder dran zurückkommt, dann ist es wieder besser geworden. Also die Pferde brauchen dann auch mal so ein bisschen Ruhepause, müssen sich mit was anderem beschäftigen, dass sie das auch verdauen können, was sie gelernt haben. Ja, und vielleicht noch eine Sache, die man erwähnen sollte, ist, dass bei Piaffe-Übungen
wichtig ist, dass die Pferde noch frisch genug sind, körperlich und geistig. Also nicht eine Stunde reiten und dann meinen, man könnte jetzt noch irgendwie hinterher piaffieren und zum Abschluss. Das wird meistens nichts. Ne? Das ist besser, wenn man vielleicht schon innerhalb der Aufwärmphase so bestimmte Übungen einbaut, wenn das Pferd noch gute Energie hat oder kurz nach oder nach der Aufwärmphase. Ja, dass er geistig frisch ist und dass er körperlich noch genug Elan und Energie hat. Das ist ganz wichtig. Die brauchen so ein bisschen extra Energie, damit sie auch die Piaff finden können, sozusagen. Na, wenn die dann schon irgendwie müde sind, wollen sie sich mehr ausruhen und dann ist zu wenig Energie da für solche Übungen. Ne? Und dann, wenn die Energie vom Pferd fehlt, dann ist wieder die Versuchung groß für den Reiter, dass er dann über Druck versucht, diese Tritte zu erzielen, und das ist dann wieder nicht gut. Ne? Ja, also das sind so lauter Gesichtspunkte, die man so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und die man sich erinnern sollte. Ne? Aber es ist eine sehr kreative Arbeit, es ist eine schöne Arbeit, sehr spannend. Und man weiß nie, was man bekommt, ne? Weil jedes Pferd da anders ist. Die sind ja, die ersten Tritte sehen unter Umständen bei allen anders aus. Der Weg ist bei allen ein bisschen anders. Und je mehr verschiedene Wege man kennt, desto weniger leicht reitet man sich fest. Ne? Wenn ein Weg nicht funktioniert, probiert man anderen. Ne? Und irgendwann findet man vielleicht einen, der klappt. Ja, gut. Gibt sonst noch Frage. Ich sehe gerade hier Q&A. Stephanie von Colani sagt, mit welchen Hilfen leiten Sie die PF ein? Vielleicht wurde das zu Beginn schon erklärt. Ich war nicht von Anfang an dabei. Meine Lehrerin hat mir vermittelt, den Schambeinknochen sinken zu lassen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass ich Kassis so den Rücken wegdrücke. Haben Sie eine spezielle Stelle, die PF mit dem Sporn auslösen? Ist wieder bei jedem Pferd auch anders. Also wichtig ist, dass das Pferd in die entsprechende Balance kommt und genug Energie hat. Also ich mache es ja, über die Übergänge zum Beispiel, also so vom Trab zum Schritt zum Trab oder Trab halten, Trab oder durch so ein bisschen Seitenbewegungen oder auch Bügeltritte. Also gerade wenn das Pferd eine gute Energie hat, dann kann man so ein bisschen Bügeltritt machen, vorn, hinten, vorn oder so, außen zuerst und dann vielleicht innen nochmal. Da kommen viele Pferde dann in die Bewegung rein, die schaukeln sich dann fast so ein bisschen in die Piaff-Bewegung rein. Ist aber wie gesagt, bei jedem Pferd unterschiedlich. Und es kann, ja, kann sein, dass das bei manchen Pferden so das, wenn Absenken vom Schambein wäre, so ein leichtes Hohlmachen im Rücken, im leichtes Hohlkreuz. Kann bei manchen Pferden funktionieren, wenn man die Hinterhand entlastet. Ne? Dann können die Hinterbeine sich schneller bewegen. Aber kann auch sein, dass das bei manchen Pferden dann dazu führt, dass die den Rücken wegdrücken und über den Zügel kommen. Ne? Kommt auch ein bisschen drauf an, wie man selbst gebaut ist. Ne? Also ein Reiter, der eher ein bisschen runden Buckel hat, bei dem wird ein bisschen Hohlkreuz wahrscheinlich ganz gut sein, ne? Weil der sonst zu sehr auf den Gesäßknochen sitzt. Ein Reiter, der von Haus aus schon so ein bisschen Hohlkreuz hat, da wird unter Umständen sich negativ auswirken, ne? Weil das Hohlkreuz dann noch extremer wird. Da muss man ein bisschen probieren. Ne? Also, wenn jetzt dieses Schambein sinken lassen nicht funktioniert, würde ich wahrscheinlich erstmal das Gegenteil machen. Mal Steißbein absenken und Schambein anheben. Mal gucken, dass man mehr das Gefühl hat, man sitzt so etwas mehr auf den Hinterbeinen drauf. Ne? Manche Pferde haben ja auch sehr gerade Hinterbeine, sehr kräftige Hinterbeine. Bei denen ist unter Umständen notwendig, dass man sich mehr hinsetzt, damit man da so ein bisschen Beugung in die Hinterbeine reinbekommt. Ja, kommt ganz, ganz drauf an, kommt auch darauf an, wie breit der Rücken ist, wie kräftig der Rücken ist, oder wie schmal und weich der Rücken ist. Es ist ganz, ganz unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Ja. Muss man suchen. Caroline sagt, interessant fand ich den Zusammenhang zwischen Piaf und Tölt. Mein erstes Pferd Arabomix hatte manchmal Ansätze zum Tölt, als wir anfingen, mit der Piaf Finger ans gut zu tölten. Unwissenderweise habe ich mich darüber gefreut und das verstärkt. Ja, also bei den Gangpferden verbessert sich der Tölt durch
verbesserte Balance und gerade Richtung und Versammlung und so weiter. Also wenn der Araber-Mix dann halt irgendein Gangpferd drin hatte, weiß ja nicht, ob da vielleicht ein Isländer oder irgendwas mit drin war oder ein Traber oder so, ne? Dann kann das mit der Piaf, also kann es schwierig sein, eine richtige diagonale Piaf zu erzeugen, weil für die Pferde dann der Töld leichter ist, ne? Da könnte man dann wieder mit diagonalen Bügeltrittsequenzen im Trab gucken, dass man die diagonalen Beinpaare miteinander verbindet und auch anhalten in diagonale Beinpaare, beziehungsweise mal anhalten ins äußere Vorderbein, das nächste Mal anhalten ins innere Hinterbein, ne? Sodass dass man die vier Beine so miteinander verbindet, immer diagonal oder Bügeltritt außen, vorn, beide, innen, hinten und so, alle möglichen Varianten dazu. Dann wird die Diagonalisierung in der PF auch besser. Ne? Aber das ist ja kein so ein ganz einfaches Problem, wenn die Pferde in der PF im Viertakt gehen. Das dann richtig zum diagonalen Zweitakt zu machen, das kostet ein bisschen Arbeit, das kostet Zeit. Ne? So kriegt man unter Umständen hin, aber wie gesagt, das ist nicht so ganz einfach. Ne? Und geht unter Umständen halt auf über den Umweg der Trapparbeit und nicht unbedingt in der Piaf selbst direkt. Ich meine, man kann dann natürlich auch probieren, in der Piaf mal diagonale Bügeltritte zu geben und mal zu schauen, ob das klappt. Aber da wird man im Trab unterstützen müssen durch diagonale Bügeltrittsequenzen. Na gut, jetzt ist die Stunde fast rum. Ich muss das gleiche nochmal auf Englisch machen. Dann werde ich mich jetzt langsam verabschieden. Und ja, wir sehen uns demnächst. Vielen Dank, ne, fürs Zuschauen und ja, schönen Abend noch, ne? Bis dann, tschüss.